wie kann ich Punkte auf einer Funktion, wie wir sie hier eben gegeben haben, ermitteln, an denen die Tangente dieser Funktion parallel zu einer gegebenen Geraden sind. Das heißt, wenn wir das Ganze uns bildlich veranschaulichen, wir haben ja eben die Gerade schon gezeichnet, die Funktion gezeichnet, wir wollen jetzt eben die Tangenten wissen, die parallel zu dieser Geraden liegen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur mein Lineal parallel verschieben, bis ich diese Kurve bzw. Funktion eben berühre und habe hier jetzt eigentlich schon meine erste Tangente. Die ist ja jetzt parallel, so wie es ja auch gefordert war, zu meiner Geraden. Natürlich kann ich mein Lineal noch weiter verschieben und erhalte hier oben noch eine zweite Tangente, die ja ebenfalls parallel zu meiner Geraden ist. Somit habe ich auch zwei Punkte dieser Funktion, wo eben die Tangente in diesen Punkten oder dieser Funktion parallel zur gegebenen Geraden ist. Und ich möchte jetzt eben diese Punkte hier bestimmen. Nehmen wir es P1 und P2. Wie kann ich das machen? Wir wissen ja, die Steigung der Tangente ist ja definiert als die erste Ableitung. Ja, also Y' ist ja eigentlich die Steigung. Und die Steigung bei einer linearen Gleichung, wie wir es hier haben, ist ja auch dieses k. Und das k von dieser Geraden ist ja nichts anderes wie ein Viertel. Somit muss ja auch die Tangentensteigung hier von der einen und von der anderen auch ein Viertel sein, da sie ja parallel sind. Wenn ich jetzt aber auch weiß, dass die erste Ableitung ein Viertel sein muss, brauche ich ja eigentlich nur die Funktion ableiten. Ja, das heißt, wenn y eben gegeben ist mit x hoch 3 durch 3 minus x, brauche ich ja hier jetzt eigentlich nur die erste Ableitung bilden, habe ja damit schon die Steigung an jedem Punkt mit 3x² durch 3 minus 1. Hier kann ich die 3er noch kürzen und erhalte für die Steigung dieser Funktion an jedem beliebigen Punkt eben x² minus 1. Wenn ich jetzt aber weiß, dass mein x² in diesem Punkt und in diesem Punkt genau ein Viertel ist, kann ich ja hier dann im nächsten Schritt schon ein Viertel einsetzen. Und das Ganze soll dann eben x² minus 1 ergeben. Form das Ganze jetzt äquivalent um und erhalte dann eben 1 ist gleich 4x² minus 4 und in weiterer Folge dann eben ergibt sich fürs x² 5 Viertel. Da ich hier ein x² habe und ich sehe es ja auch, ich habe zwei Punkte, habe ich natürlich zwei Lösungen. Und erhalte hier als Lösung eben x1 und x2 eben plus minus 1,12. Warum plus minus? Ich kann ja einmal 1,12 hoch 2 einsetzen, dann kriege ich natürlich 5 Viertel heraus. Ich kann aber auch minus 1,12 einsetzen und quadriere das Ganze, kriege ich auch 5 Viertel heraus. Und laut unserer Skizze stimmt das ja auch überein. Ich habe einmal einen Punkt hier im Bereich mit x etwas über 1 und hier einen Punkt mit x knapp unter minus 1. Die zugehörigen y-Werte rechne ich mir natürlich aus, indem ich einfach fürs y1 eben den Wert x1 einsetze. Da wir hier eben diesen Punkt schon mit p1 genommen haben, setze ich jetzt zuerst den negativen Wert ein, erhalte dadurch eben minus 1,12 hoch 3 durch mein 3 minus 1,12 und erhalte jetzt für den Punkt P1, der den x-Wert minus 1,12 hat, einen Wert von 0,65 heraus, also positiv, so wie es hier auch schon dargestellt ist. Der y2-Wert, dann nehme ich jetzt eben das positive 1,2, da ja dieser P2, wie wir ihn hier schon definiert haben, eben im positiven Bereich liegt, also 1,12 hoch 3 durch 3 minus 1,12 und erhalte jetzt
einen negativen Wert, wie es ja auch in unserer Skizze eben schon dargestellt ist, von minus 0,65. Somit kann ich dann im Endeffekt anschreiben eben, dass der Punkt P1 die Koordinaten eben minus 1,12 und plus 0,65 hat und eben der Punkt 2 die Koordinaten 1,12 und minus 0,65 hat.